Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge Ark Transformation. Und hier geht's wieder los. Wir legen heute wieder richtig los und wollen wieder richtig rasieren und richtig was schaffen. Aber erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare und die letzte Folge. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr so weitermacht und weiter so darauf rumhaut auf den Like-Button. Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Und ich muss mich für doch was bedanken. Und das war für den Stream gestern, weil der Stream gestern war einfach das Sahnigste, was ich seit langer Zeit hatte. Der Stream war einfach richtig krass, hat übel viel Spaß gemacht. Wir haben richtig gefiebert, die Leute haben richtig mitgefiebert, wir haben nämlich den Tech-Endboss gemacht. Und das war übertrieben krass, Alter. Ich hatte im Stream Gänsehaut, weil es alles so cool war und das hat so viel Spaß gemacht, Mann. Also gestern der Stream war richtig genial, auch die Leute, die da waren, alle richtig genial. Also richtig so, Alter, was geht hier ab? Wie cool ist das denn? Und das war richtig schön, Mann. Das war richtig, richtig schön. Ich bin immer noch gehypt. Also echt, wenn ich darüber nachdenke, bin ich immer noch gehypt. Und ich will euch mal kurz was zeigen. Nämlich bin ich ein Genie und das werde ich euch jetzt zeigen, dass ich ein Genie bin. Nämlich habe ich doch die Peller wegnehmen müssen, weil es nicht mehr ging. Und guckt euch das an, ich habe eine Hover-Plattform darunter gesetzt und das sieht einfach richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus, das passt einfach richtig gut drunter und jetzt fliegen unsere Plattformen und das sieht doch so aus, als wenn die wirklich fliegen. Nicht so wie die da, wo ich noch keine drunter gemacht habe, wo das einfach nur aussieht, als wenn da der Pfeiler fehlt, der da vorher war. Und hier sieht es halt richtig so aus, als wenn das so gewollt ist. Das war übel anstrengend, den so zu platzieren. Ich muss mal gucken, wie ich das bei den anderen mache, weil das halbwegs gerade hinzubekommen, ihr seht, das ist nicht ganz gerade. Da ist so die Linie von der Hover-Plattform und da ist die von meiner eigentlichen. Aber ich finde, das ist schon recht Sahne geworden. Also ich kann mich da nicht beschweren. Nö, 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 das können wir so lassen. Und mein Ziel für heute, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ist eigentlich ein Beta-Teresino zu zähmen. Ich möchte unbedingt einen haben. Wir haben nämlich noch keinen. Und was ich noch haben möchte, ist vielleicht für unseren Alo ein Weibchen. Weil das hier war ein 580er Alo, den habe ich perfekt ausgezähmt. Und dafür noch ein Weibchen zu finden, wäre richtig nice, weil dann können wir vielleicht davon Baby-Alo machen und den Alo dann imprinten, dass er noch besser wird und noch mehr Schaden macht und er macht dann noch mehr Betäubung. Das wäre übel cool, wenn wir einen richtig guten Betäubungs-Alo hätten. So, das wären so meine Ziele für heute. Ich muss eigentlich auch noch in die Caves, weil wir immer noch zwei Artefakte brauchen, um gegen den Ultra-Boss zu kämpfen. Ich muss mal gucken, wann wir das machen. Das müssen wir auch noch in Angriff nehmen. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg, gucke, ob ich irgendwo einen guten Beta-Teresino finde oder irgendwas anderes Cooles und dann treffen wir uns wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und ich habe echt eine halbe Ewigkeit gesucht. Sonst spawnen die Dinger überall. Und jetzt habe ich einfach nicht eingefunden. Und das ist immer so bark. Wenn man irgendwas sucht, dann findet man das nie. Ich schwöre, es ist so. Aber ich würde sagen, den hier nehmen wir jetzt mit. 520er. Das ist nicht super gut. Wir können doch mal ein bisschen hier lang fliegen. Ob wir hier irgendwie was Besseres finden. Ah, du willst mich aber nicht hauen, Kollege, oder? Weil hier im Schneegebiet habe ich gerade noch zwei andere gesehen. Und die waren beide 420. Also das ist halt richtig, richtig kaka. Ah, was bist du, mein Freund? Apex Dire Wolf. Ich muss sagen, ich hätte da fast gerne einen von, aber ich hätte lieber einen Gamma. Ich weiß, dass es auch Gamma-Dire-Wolves gibt und davon hätte ich richtig gerne einen. Um mal zu testen, ob der vielleicht sogar mehr Topor macht als unser Alo. Ey, hör auf mich zu hauen! Warum bist du denn jetzt so? Das, Alter! Was geht mit dir so? 420, warum sind die alle 420? Gamma... Gamma... Was bist du, Alo? Was, ein Männchen? Ah, der wird eh verprügelt. War es ein Weibchen, ein 580er Weibchen? Nein, oder? Habe ich es richtig gesehen? Bitte nicht! Okay, du bist ein Männchen. Weil wir brauchen echt ein Weibchen. Da habe ich nämlich nebenbei auch die ganze Zeit nachgeguckt, aber ich finde einfach gar nichts. Das Spiel, das gönnt mir... Oh Gott, ich dachte, was haut mich denn jetzt? Du bist das. Warum drehst du denn jetzt so durch? Alles sieht gut. Du wirst ein schönes, warmes Zuhause haben, glaub mir das. Ja, ich würde sagen, dann fliege ich jetzt erstmal nach Hause, wenn ich irgendwie nach Hause finde. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt die nächste Herausforderung. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Warum finde ich mich auf dieser Map einfach nicht zurecht? Ja, ich hoffe, ich finde irgendwie nach Hause und dann knocken wir den Kollegen da aus. Bis gleich. So Leute, bei der Base sind wir schon mal wieder, auch wenn nicht so ganz heile, weil meine Rüstungsteile sind kaputt, weil er mich gerade erstmal auf meinem Griffin verprügelt hat. Die anderen sind auch fast kaputt. Verdammt! Und, ich weiß doch gar nicht genau, wie ich das machen soll, fällt mir gerade so ein, weil der wird mich verprügeln, wenn ich auf meinem Alu sitze. Er wird mich auch verprügeln, wenn ich auf meinem Griffin sitze und den auf meiner Schulter habe. Egal wie, der wird mich verprügeln. Wie mache ich das?
Wie gut sind die Pfeile jetzt? Die Pfeile wurden richtig gebufft und ich habe auch einen guten Bogen. Wir müssen mal drauf schießen. Das sieht ja mega anstrengend. Es war ein Treffer. Sniper Lord. Okay, das war ein Treffer. Das war echt ein Treffer. Und jetzt, wir gucken mal. 10.000. Das dauert ja mega lange. Oh mein Gott, das ist jetzt so ein Kampf. Ich werde es gerne mit dem Alu versuchen, aber ich könnte fast schwören, der wird mich verprügeln. Wollen wir einen kleinen Test machen? Wollen wir uns trauen? Oh, wir schicken den Alu drauf und pfeifen vorher passiv oder sowas? Ist das klug? Ich habe immer so doofe Ideen. Warum habe ich immer so. Wie viel Leben hast du? Du hast übel viel Leben, Mann. Du schaffst das. Ich vertraue in dich. Komm her. Leute, das könnte jetzt gut in die Hose gehen. Das könnte sehr gut in die Hose gehen. Ich versuche den vorher passiv zu pfeifen, kurz vorher, und dann schieße ich den Rest drauf. Klug ist wahrscheinlich anders. Aber. Ja, versuchen. So war's das, Alo. Ich vertraue in dich. Alter, das klappt voll gut. Das klappt richtig gut. Mach weiter so. Gib mir eine. Los. Und lass dich nicht zu doll verprügeln, okay? Okay, ich muss so rechtzeitig passiv pfeifen. Oh, haut er überhaupt weiter drauf, wenn er ausgenockt ist? Ich weiß es gar nicht. Nee, er rennt weg, er rennt weg. Ja, gib ihm eine, gib ihm eine. Mach passiv. Okay, Rest mache ich, okay? Guck mal, Alu. Wir sind voll das gute Team. Ah, da musste ja kacken, stimmt. Da war was. Noch besser. Stechen zu kacken, ja. Und ausgedacht. Alter, bin ich ein Genie? Ich bin einfach ein Genie. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Erst das mit meinem super fliegenden Base, die man von hier nicht sieht. Und jetzt das hier. Das hat super geklappt. Da. Gönn dir. Lecker Gold-Nuggets. Also, du zähmst richtig schnell. Nice. Oh mein Gott, ist das cool. Hier, gib ich eine. Hau hier eine runter. 20.000 Schaden, okay. Komm mit. Du bist mein neues Schätzchen, okay? Ah, du siehst nicht so begeistert aus. Wir müssen einen Sattel holen. Und ich muss irgendwie da oben wieder hinkommen. Komm, wir porten uns hoch, Alu. Und wir gucken mal, ob wir einen guten Sattel haben. Ich hoffe. Wahrscheinlich nicht. So, da sind wir. Ich bin richtig froh, wie das mit der Hover-Plattform rausgekommen ist. Das muss ich bei den anderen zwei auf jeden Fall auch noch machen. Da sieht das richtig schnieke aus, glaube ich. Da wollte ich hin. Terry? Haben wir einen sogar mit 351 Rüstung? Alter, das ist so heftig gut. Ich komme wieder, keine Frage. Oh, krieg ich Schaden? Nein, krieg ich nicht. Alles im Griff. Ich bin halbnackt, aber sonst ist alles im Griff. Komm entgegen. Es ist so weit. Ey. Bitte? Komm jetzt, ich pfeife die ganze Zeit. Ah, jetzt. Als ob der einfach unter Wasser läuft. Oh, ich dachte schon, ey. So, da. Die Nuggets gibst du mir wieder. Kannst gleich was anderes snacken. Oh, du bist ja noch langsamer als ich im Wasser. Und jetzt wollen wir mal gucken. Kann ich mit dem irgendwas farmen überhaupt? Der kann zwar die Angriffe wie normal auch, müsste eigentlich. Komm her, Mr. Bieber. Du bist unser erster Kampf. Alter. Okay, wir können ganz normal Bären farmen und Rechtsklick war noch. Oh mein Gott, ja, nice. Alter, guckt euch das an, wie viel Faser man bekommt. Und man kann die Harvest eigentlich noch erhöhen. Bei denen. Jetzt schon 20.000. Was zum Teufel? So. Wer will gegen uns kämpfen? Ich überlege gerade, mache ich Potions rein? Ja, komm. Wir gönnen uns mal. Da. Und da. Ich hoffe wirklich, dass wir noch einen guten Alu finden. Das wäre ein Träumchen. Hallo? Level? Ist das alles? Ah, ich wollte schon sagen.
Level, wenn man Damage komplett aus, Movement Speed braucht er auf jeden Fall auch, der ist nicht so sehr schnell unterwegs. Ich überlege sogar Sauerstoff zu leveln, dass er ein bisschen schneller schwimmt. So. 254. Und Move Speed 150, wie sieht das aus? Schon besser, aber nicht schnell genug. 200. Gegen was kämpft der da? Gegen Bronto. 200 ist irgendwie immer noch nicht so ganz schnell. Ich will jetzt Sauerstoff, wie viel kriegt der? Komm, wir machen mal 5000. Das sieht verschwendet aus, ja, aber ich will schnell schwimmen können. Also, so ist die Movement Speed richtig nice. So ist gut. So, komm her, Rex. So auseinandergehauen. So, wer wir jetzt? Mr. Bronto, wollen Sie? Hier, da kriegst du eine, Junge. Hier, alle Rexe. Hier ist immer komplett eine Rex-Armee. Jedes Mal einfach. Kann ich die Rechtsklinge eigentlich auch einsetzen? Aber habe ich nur ein paar Bären so nebenbei. Weg mit euch. Was meint ihr, mit wem ihr euch angelegt habt? Mit Tirisino-Boss. 233.000 ist halt eigentlich schon gut, wenn man das so sieht, aber seitdem ich den Manticore habe, ist, glaube ich, alles relativ schlecht dazu im Vergleich. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht die anderen Bosse auch in nächster Zeit mal zähmen. So, Dodorex wäre zum Beispiel das Interessanteste für mich. Oh, Holz haben wir noch gar nicht probiert. Wie viel kriegen wir da so? 1700. Ah, jetzt sind wir schon. Gewicht hätte ich vielleicht auch leveln sollen. Machen wir mal 10.000. Müssen so viel leveln auf dem Ding. Jetzt ist er ausgelevelt. Sehr gut. Und wir können jetzt Harvest noch leveln. Da. Eigentlich irgendwie. Ach du Schande, ich muss noch alle einzeln leveln? Wie anstrengend ist das denn bitte? Okay, dann ist mir das, glaube ich, doch gar nicht so wichtig. Oh Gott. Okay, Leute, ich weiß nicht, wer Modded spielt, ohne ein Makro auf der Maus zu haben. Aber ihr müsst echt gequälte Menschen sein. Ihr tut mir so leid. Oder ihr habt das vielleicht auch auf der Tastatur. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das auf die Tastatur mache. Alter, der Bau. Guckt euch das mal an, wie viele Fasern. Und wie schnell er einfach rennt dabei. Oh, das ist so schön. Okay, hier, du kriegst auch noch eine runter. Oh, sehr, sehr gut. Okay, damit kann ich leben. Den werden wir wahrscheinlich noch öfter mal einsetzen, weil den finde ich richtig gut. Und ich mache mich, glaube ich, nochmal auf den Weg und gucke, ob ich noch einen anderen Gamma-Alo finde. Dann können wir noch mal ein bisschen züchten. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin wieder da und ich habe hier was dabei. Und das ist ein Alo. Und das ist ein Alo-Weibchen. Und das ist Level 600, Mann! Oh, das wird so ein gutes Baby werden, wenn ich es dann hinbekomme, den vernünftig zu zähmen und nicht wieder irgendwas schief geht, weil bei mir geht immer irgendwas schief. Aber hier ist übrigens schon ein Alo draufgegangen. Ich habe gerade schon mal einen mitgebracht, der war 580. Aber das war ein Männchen und ich dachte, ich brauche ein Männchen, aber ich brauche ein Weibchen. So, wir holen mal unseren Alu ran. Ja, ess ruhig deinen Alu-Brudi. Du bist ein richtiger Anti-Mate, ne? Wie kann man sowas machen? Einfach seine eigenen Alu-Brudis essen. So. Weil das hier ist ein Mail und ich dachte, wir brauchen ein Mail. Ah, habe ich mich ein bisschen versehen. Du kommst mit. Wir gehen in den Kampf. Du bist dran, Alo. Hä? Oh Gott, kann ich dich? Hä? Habe ich dich schon geworfen? Habe ich dich noch auf der Schulter? Ich hatte dich noch auf der Schulter, okay. Ich dachte, ich hätte dich schon geworfen. Oh, wir haben ganz schön viel Schaden genommen. Vielleicht sollte man nicht von der Base einfach so runterspringen. So, jetzt bist du aber dran, Alo. Jetzt knocken wir zusammen deinen anderen, dein Weibchen aus. Alter, ist schon fast ausgenockt. Alter, wie schnell geht das denn? Okay. So, down. Und du hast mit Sicherheit, so wie ich dich kenne, kein Fleisch drin. Du hast wirklich kein Fleisch drin. Verdammt! Warum bist du so, Alo? Du hättest ein guter Freund sein können. Wir teleportieren uns mal zur Base und holen Fleisch und packen das da rein und haben ein super gutes Weibchen und stellen die beide auf Wandern und machen Babys und das wird alles super. Glaube ich. Hast du Fleisch dabei? Ja, hast du. Guter Säbertooth.
zumindest auf einen ist hier Verlass. Wo haben wir den Griffin? Was ich euch noch gar nicht richtig gezeigt habe, ist, glaube ich, wie man hier in die untere Etage kommt. Hier habe ich nämlich so einen schönen Gang doch nach unten gebaut. Und da steht unser Teresido schon. Der steht schon in der neuen Garage. So, und rüber. Diesmal ein bisschen schneller und diesmal ohne Fallschaden. Und zähmen. Go, go, go. Ah, das ist so gut, Mann. Kommt doch 100% raus? Der kommt sogar 100% raus. Der verliert nicht richtig was. Alter, das wird mega. Ich weiß nicht, wo wir die genau paaren. Wahrscheinlich einfach in der Base und ich drücke die ganze Zeit U oder so. Können wir euch ein bisschen zusammenbekommen, dass ihr zusammenportet? Ihr süßes Pärchen hier. So. Und nach oben. Und ich würde sagen, ich mache das soweit alles fertig. Paar die beiden. Und dann, wenn das Ei kommt, ich denke mal, eigentlich legen Alos Eier, aber ich weiß nicht genau, ob das hier bei der Mod auch so ist. Weil wir hatten auch Rexe gepaart im Stream. Ne, Gigas hatten wir gepaart und eigentlich legen Gigas ja auch Eier, aber die haben die auch so lebend geboren. Von daher, ich hole euch einfach wieder, wenn das Baby da ist. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder und es ist gleich soweit. Das Baby kommt gleich. Und ich dachte gerade schon, das hier wäre das Baby. Ja, da kam nur ein riesen Kothaufen raus. So, bist du bereit? Hallo. Baby, jetzt. 6 Sekunden. Hallo. Oh mein Gott, nice. 901 ist das rausgekommen. Über Perfect Tame. Und wir können das noch imprinten. Wir können das einfach noch imprinten. Oh, das wird so gut, Mann. Das wird so gut. Also, du musst dich von Wand runterstellen. Und dich angucken. Du siehst genauso aus wie deine Eltern. Was war zu erwarten, weil die beide auch gleich aussehen. Aber hörst du auch mal auf zu laufen? Ich hab dich von Wand runtergestellt. Ah. Geht doch. Dankeschön. Alter, Mann, das ist halt so nice. Und wenn wir den imprinten, das wird stark. Das wird, glaube ich, richtig stark. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie viel der hier betäubt. Wir müssen den vielleicht mal nächste Folge ausleveln, dass wir mal testen können, wie viel der betäubt. Und dann bis zur nächsten Folge habe ich den hier auch imprintet und groß. Und dann können wir bei dem mal testen, wie viel der betäubt. Ich denke mal, es wird ein bisschen Unterschied machen. Ich hoffe so um die 10.000 oder so. Das wäre schon krass. Das ist ja ziemlich viel. Ah, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich würde sagen, Leute, wir haben einiges geschafft. Wir beenden hier mal die Folge. Oh, ich habe ja gar keinen Helm mehr auf und so. Ich sehe aus wie ein Larry. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss.